In Tschechien stellen sich ab heute Präsident Miloš Zeman und Herausforderer Jiří Drahoš zur Wahl. Umfragen zufolge wird das Rennen zwischen dem als China- und Russland-Freund geltenden Zeman und dem bei Pro-Europäern beliebten Drahoš äußerst knapp. Demnach könnten die Ergebnisse bei der Stichwahl nur wenige Prozentpunkte auseinanderliegen. Noch im ersten Wahlgang vor 2 Wochen hatte Zeman mit mehr als 38% 12% mehr Stimmen als Drahoš geholt. Der Herausforderer bekam aber die Rückendeckung von 5 Verlierern der ersten Runde. Drahoš ist Politik-Neuling und vor allem bei jungen Tschechen und Großstädtern beliebt. Der Wissenschaftler gilt allerdings als blass, im Gegensatz zum Populisten Zeman, der im Wahlkampf mit Parolen gegen eine angebliche muslimische Einwanderungswelle Stimmung machte. Gewählt wird am Freitag und am Samstag. Der Präsident spielt in Tschechien eine Rolle bei der Regierungsbildung. Er nennt die Verfassungsrichter und hat ein Mitspracherecht in der Außenpolitik.